Im nächsten Text, der in keinem der beiden Bücher drin ist, geht es um im weitesten Sinne Orientierung und Orientierungsverluste. Er heißt per Zufall nach Amsterdam mit 17 Norweger-Pullovern und Hut. Ich hatte mir einen Kleinwagen ausgeliehen, weil ich raus aufs Dorf fahren wollte, um an einem Selbstbedienungsstand Kartoffeln zu klauen. Bei der Gelegenheit könnte ich auch der Frau ein paar selbstgepflückte Blumen mitbringen. Auf dem Weg zum Opel griff ich mir die Süddeutsche aus dem Briefkasten. Die Geschäfte liefen gerade nicht so gut. Entsprechend desolat war meine seelische Verfassung. Mit Ausbruch des Frühlings hatten meine jährlichen Gemütszuckungen eingesetzt. Ich war verwirrt, brauchte einen kurzen Lockout aus der Realität. Meine momentane Citalopram-Dosis lag bei 90 Gramm täglich, 20 hatte mir der Arzt empfohlen. Maximal 60 Gramm war das herstellende Pharmaunternehmen zwecks Umsatzsteigerung seiner Muntermacherpillen vor. Ich bemühte mich, ein guter Konsument zu sein und lief seit Tagen aufgedreht wie ein Duracell-Häschen durch die Gegend. Es war also Zeit für ein wenig Landluft. Vielleicht passierte dort draußen ja was Aufregendes, zum Beispiel, dass mich der Hafer stach oder sowas. Ich fuhr über die Stadtgrenze hinaus Richtung Dorfland und genoss diesen Satz für 3 Minuten. Bald würde ich solche Formulierungen nicht mehr finden, denn die Stadt wucherte ihr Neubaugebiet seit einigen Jahren bedrohlich gen Westen. Wenn die Mülldeponie am Stadtrand erst komplett begrünt wäre, würden die reichen Städter dort ihre Villen errichten, um dem ansteigenden Meeresspiegel zu entkommen. Ich ließ den Berg links liegen, erreichte ein kleines Dörfchen und bog links ab. Schräg rechts vor mir zeichnete sich die Silhouette der Berge ab. Ich entspannte mich im Sitz und drehte das Radio lauter. Ein Blick auf die Tankuhr signalisierte mir die Zuverlässigkeit des Fahrzeughalters in Sachen Spritbeschaffung 3/4 voll. Mein rechter Fuß zuckte auf dem Gaspedal, aber ich stoppte trotzdem im nächsten Ort, weil ich am Straßenrand jemanden entdeckte, der mir doof genug erschien. Ich ließ die Seitenscheibe herunterfahren und sprach den Jugendlichen an. Es war später Vormittag und die Sonne schien. Warum saß er nicht zu Hause am Computer? Hey! Hey, winkte ich ihm zu mir ins Auto. Ich suche das Dorf mit den dümmsten Bauern. Er kratzte sich zuerst am Kopf, dann am linken Bein und zur Sicherheit nochmal am Sack. Das ist eins weiter, sagte er schließlich und stahl mir den Sitz. Ich ließ ihn stehen und fuhr weiter, bog hinter der nächsten Kurve rechts ab und passierte 5 Minuten später die letzten Außenposten der Zivilisation. Mir wurde bang ums Herz und nirgends war ein Kartoffelstand zu sehen. Stattdessen sah ich am Straßenrand eine junge Frau stehen, die hoffnungsvoll den Daumen rausstreckte. In der linken Hand hielt sie eine verdächtig große Tasche. Sie war hübsch. Die Frau auch, deshalb hielt ich an. Obwohl ich sicher war, dass meine Fantasie mir einen Streich spielte. Tramper waren schließlich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ausgestorben. Wer heute noch mit dem Daumen unterwegs war, musste verdächtig sein. Ich konnte mich nicht entscheiden. Die Frau kam bereits freudig auf mein Auto zu und wollte die Beifahrertür öffnen, da fuhr ich an. 5 Meter weiter stoppte ich wieder. Sie kam hinterher. Ich fuhr wieder an. Dann stoppte ich wieder, sie kam hinterher, ich fuhr wieder an, stoppte, fuhr an und so weiter. Wir hatten auf diese Weise gemeinsam etwa 400 Meter zurückgelegt. Als die aufregungfordernde Wirkung meines Antidepressivums mir die Entscheidung abnahm, ich hielt endgültig an, sie öffnete die Tür. Tach, sagte ich. Sie sagte nichts, sondern klappte den Beifahrersitz nach vorne, um ihre Tasche auf dem Rücksitz zu deponieren. Sie nahm neben mir Platz. Ich heiße Lenz, erklärte ich. Was hast du da in der Tüte? 17 selbstgestrickte Norweger-Pullover, sagte sie. Die verkaufe ich in Bad Nenndorf. Dort frieren die Leute auch im Frühling. Mein Name ist Ruth. Es war ein langer Winter, sagte ich, aber 17 Norweger-Pullover sind viel. Gibt es eine Retrowelle dafür? In meinem Bekanntenkreis habe ich niemanden mehr, der im Frühling noch Norweger-Pullover trägt. Wenn ich sie dort nicht loswerde, fahre ich weiter nach Minden, provozierte sie mich. Gute Idee, antwortete ich. Wenn du es in Minden schaffst, dann schaffst du es überall. Und wenn nicht, kannst du immer noch versuchen, Norweger Polunder draus zu machen. Und du so, wollte sie wissen. Ich finde das Dorf mit den dicksten Bauern, sagte ich, während ich am CD-Radio rumfummelte. Ich hatte eine MP3-CD mit 400 Versionen von Ace of Spades im Player und suchte nach dem Randomisieren-Knopf. Das rockt, sagte Ruth, und wir schlugen unsere Köpfe aneinander. Kurz vor Amsterdam gerieten wir in eine Verkehrskontrolle. Das gilt nicht, beschwerte ich mich. Man wird nur kontrolliert, wenn man Holland verlässt, nicht wenn man reinfährt. Mürrisch drückte ich dem Beamten den Führerschein in die Hand. Der Polizist betrachtete ihn und gab ihn mir zurück. Das sind nicht Sie auf dem Bild. Richtig, sagte ich, das ist mein Freund Bülent Mittelschmidt. Ihm gehört auch das Auto. Ich habe leider keinen Führerschein. Das ist schade, sagte der Niederländer. Nicht traurig sein, mischte Ruth sich ein, möchten Sie stattdessen einen Pullover?
Wie viel? Fragte der Holländer. 48 Euro, weil Sie es sind, sagte Ruth zum Polizisten, der überlegte. Ich gebe Ihnen 60 und dafür bekomme ich noch ein wenig von dem Gras, das ihr da auf der Heckablage anbaut. Geht nicht, protestierte ich, das brauchen wir selbst. Und außerdem ist das ja wohl eine Farce. Seit wann kauft ein Holländer bei den Deutschen Cannabis? Das heißt, du hast das gefälligst zu konfiszieren. Spießer, raunzte der Bulle und winkte uns weiter. Glück gehabt, stöhnte Ruth, das hätte schief gehen können. Wieso? Wenn er uns genauer kontrolliert hätte, hätte ich ihm diese 357er Merknummer in meiner Tasche erklären müssen. Wozu brauchst du die? Als Verkaufsargument. Morgiger Pullover gebe ich immer weg wie geschnitten Brot, besonders im Frühling. Ich sah ein, dass ich Ruth unterschätzt hatte. Bekam gleichzeitig aber auch ein wenig Angst, als sie den aus dem Jutebeutel zog. Ich griff unter meinem Sitz und zog die Whiskyflasche hervor. 12 Jahre alter Glenmorangie, staunte Ruth. Gott segne deinen guten Geschmack und die Zunge, auf der er sich verbreitet. Ich reichte ihr die Flasche, sie öffnete den Verschluss und trank sie in einem Zug zu einem Drittel aus. Jetzt brechen wir durch auf die andere Seite, sagte sie, während sie sich über den Mund wischte. Die sah entschlossen aus. Ich fragte mich, wie alt sie sein mochte. Die 30 hatte sie sicher noch nicht überschritten. Komm, wir überfallen ein Schuhgeschäft, befahl sie, und ich sagte ihr, aber ich habe kein Geld. Ja eben, in Schuhgeschäften liegen Millionen. Wir sind in Holland, Ruth. Die führen hier nur Holzpantoffeln in Maschinengeschnitz, das bringt nichts. Und außerdem sehen sich zu Norweger-Pullovern scheiße aus. Du bist wirklich ein langweiliger Spießer, der des Raums der Ruf beleidigt. Dies aus dem Mund einer Frau, die mindestens 15 Jahre jünger war als ich, das traf mich hart. Gerade als sie diesen Morrison-Satz sagte, hatte ich begonnen, sie zu mögen. Und du bist unattraktiv, schmollte ich. Und du reduzierst Frauen anscheinend nur auf ihr Äußeres, das ist voll Porno, ey. Wer Norweger-Pullover strickt, ist auf nichts mehr zu reduzieren, konterte ich. Aber ich kann ja auch aussteigen, bemerkte Ruth, und mir fiel ein, dass wir an Bad Nenndorf bereits vorbeigefahren waren. Ich drehe dann mal wieder um, schlug ich vor, aber Ruth schüttelte den Kopf. Nix da, ich will was Verrücktes machen, ich will mal ausbrechen. Woraus denn, wunderte ich mich. Ruth ignorierte meinen Einwand. Und außerdem muss noch die Merknung zum Einsatz kommen. Du hast recht, wir brauchen an dieser Stelle unbedingt eine krasse Wendung in der Geschichte. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht umdrehen. Mach ich ja gar nicht. Also los, was stellen wir jetzt mit dem Revolver an? Ruth nahm zum ersten Mal die Sonnenbrille ab und ich sah ein metallenes Funkeln in ihren grünen Augen. Sie hielt mir die Mündung des Colts an die Stirn. Eine vage Müdigkeit zupfte mich am Ärmel und ich bekam Lust, ein impressionistisches Gemälde zu malen, in blassen Blautönen vielleicht, aber mir fiel kein Motiv ein. Mir ist kalt, sagte ich. Mir auch, sagte Ruth. Wir zogen uns zwei der selbstgestrickten Norweger-Pullover an und sahen scheiße aus. Es fühlte sich richtig an. Es gefiel uns, in der drögen Unverbindlichkeit unseres Daseins einfach nur herumzuhören.